Herzlich willkommen zu Deutsch bei Jolie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu meiner Sendung. Heute habe ich VIP-Gast. Sie heißt Rat. Sawadika. Guten Abend. Guten Abend. Wie heißt du noch einmal? Ich heiße Manirat Bosok. Und Sie, wo wohnst du zurzeit? Bei der Thailand, Deutschland und England? Ja, ich wohne jetzt in Berlin und auch in London. Oh, beide. Sie haben zwei Geschäfte für Thai Massage da. Und wie lange wohnst du in Deutschland? Ich bin seit 12 Jahren in Deutschland gewohnt. Sie wohnt mir an 12 Jahren. Und was ist dein Hobby? Wenn ich Zeit habe, ich mag gerne zum Spazieren gehen und auch ein bisschen Sportübungen machen und Yoga ein bisschen. Ja. Und ich gratuliere, dass du neue Führerschein bekommen. Oh ja, stimmt. Ich habe neue Führerschein bekommen. Sehr glücklich. Ja, ja. Das war schwer. Sehr schwer? Oh ja, wirklich schwer. Ist nicht so einfach. Ja. Ich habe noch nicht gemacht. Und in Thailand, wenn man Führerschein macht, dann braucht man nicht sehr lange Zeit und nicht sehr teuer. Und hier, wie viel teuer? Oh, das ist abhängig von wie lange dauert Übung zu machen. Ja. Ungefähr mehr als 2000 Euro, ne? Ja, so ungefähr, ja. Alles zusammen so ungefähr 2000. Das war für dich nicht sehr schwer? Auch schwer, weil Gesetz hier muss man richtig machen, ne? Dann den Verkehr muss man auch richtig machen. Das ist ordentlich hier. Ist gut, ja. Aha, okay. Und du bist auch Trainer. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was ist das Training? Ich bin als Trainerin Thai Warrior Massage. Ja, ich trainiere auch im Moment in Europa. Ich war auch viele gemacht. Vom Schweiz war ich auch, Iran und Deutschland und bald wieder in Holland, Amsterdam. Mm. Auch in England, ja, war ich auch, ja. Das ist sehr schwer, wenn du dies, ich habe schon Foto gesehen, du hast viele. Ja, wenn man sieht, das sieht einfach aus, aber auch gefährlich, wenn man weiß nicht, wie richtig tun machen. Ja, das muss man richtig lernen. Deswegen, wir müssen richtig trainieren, dass alle Punkte ist wichtig. Mm. Ja. Das ist, braucht man viel Zeit für diese ein Kurs, ich habe 3 Tage insgesamt gemacht. Das vom Anfang bis zu Ende. Ja, und das ist die gute Sache von Thai Warrior Massage, das bekommt man auch. Kunden und Muskeln auch, das bekommen Gesundheit werden, weil das ist wie Stretching. Mm. Wir haben Thai Massage, Yoga gemixt zusammen, ja, und das ist richtig gut. Mm. Und was denkst du über Gesundheit und zurzeit sind die Leute denken die Leute über Gesundheit, sie möchte Erholung machen, relax. Deshalb gehen die Leute zum Thai Massage. Das Thai Massage zurzeit ist sehr, sehr bekannt und sehr berühmt. Was denkst du über Thai Massage? Ja, Thai Massage ist richtig für Gesundheit, weil die Leute sind nur Arbeit, das ist sehr anstrengend und das Nerv ist richtig Verspannung, dann braucht man Relax und Massage. Das hilft für viele Leute hat Schulterverspannung und Rückenverspannung, ja alles. Mhm. Aber bei uns Thai Massage, das richtig hilft. Ja. Wenn du Stress hast und
find jeden Tag hast du vielleicht in Stress bekommen. Was machst du? Zum Beispiel machst du Meditation oder Ruhe machen? Was machst du? Wenn ja, ich mache immer gerne mit Meditation, weil das hilft viel. Und wenn ich Verspannung ist, mache ich auch manchmal Yoga. Gut, und am besten Massage auch bekommen. Ja, das ist gut. Und du bist Präsidentin für Weltmeisterschaft in Kien. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was ist das? Ja, wir haben für nächsten Jahr 12. und 13. September 2020, das ist Weltmeister. Ja, ich bin als Weltmeister für Thai Warrior Massage. Ja. Ich lade herzlich alle ein. Ich mache von 12. bis 13. September 2020 in Burgerhaus Kunsthagen. Wir haben 6 Pokale von Prinzessin bekommen und wir geben weiter. Du bist Präsidentin für wie heißt das Massage noch einmal? Thai Warrior Massage. Nächstes Jahr werden die Leute ungefähr 1000 in der Welt kommen und vielleicht kommt diese Welt, viele Leute möchten dies mitmachen, ne? Ja, viele Leute kommen bestimmt, ja. Okay, der ja. Erste Tag in Kiel, ne? Heute? Heute erste Tag, kalt, aber schön. Was denkst du, dass Kiel sehr schön ist? Ja, sehr schön und guck mal. Das ist große Schiff, ne? Ja. Okay, ich danke heute, ne? Dankeschön für alles, ne? Ja, Pasinka, sehr gerne. Dankeschön. Sehr gerne. จะให้คุณรัฐกล่าวอะไรนิดนึงที่แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนที่ยูเนสโกค่ะค่ะดิฉันดีใจและขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางยูเนสโกได้ประกาศให้นวดไทยได้ขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติหรือ representative list of the intangible cultural heritage หรือ ICHซึ่งประกาศเมื่อวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2562ที่ผ่านมาณกรุงโกโบตาสาธารณรัฐโคลัมเบียค่ะค่ะ Sie haben sich gefreut und gratuliere unsere Heimat Thailand. UNESCO hat am 13. Dezember 2019 in Bogota, Kolumbien angekündigt, dass die traditionelle Thai-Massage nur Thai das immer direnle kulturelle Erbe Thailands repräsentiert. Wir sind sehr glücklich. Ja. Nur Thai Society ist sehr bekannt und sehr berühmt. Ich habe heute VIP-Gast von der Schweiz. Er heißt Herr Somkiet Schöprang. Er ist sehr bekannt und sehr berühmt in der Schweiz. Wir nennen Ajahn Somkiet. Er ist Präsident der traditionellen Thai-Massage und Spa-Promotion Verein in der Schweiz. Er hat sich gefreut, dass die traditionelle Thai-Massage nur Thai, das immer direnle Kulturerbe Thailands repräsentiert. Die UNESCO hat am 13. Dezember 2020 in Bogota, Kolumbien, angekündigt. Und er hilft sehr gern Thai Charity.
Und er hat, er sagte, Dankeschön für alle. สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของคนไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ประกอบอาชีพนวดไทยก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับอาจารย์สมเกียรติเชื้อปางพิภูสอนวิชานวดไทยที่โรงเรียนพุทธศาสนาวรรณทิศวัดศรีนครินทร์วรารามเมืองสระบุรีโรงเรียนพุทธศาสนาวรรณทิศวัดพุทธวิหารเอสรองเมืองโรซานเป็นเจ้าของกิจการร้านนวดไทยโรสยามไทยมาสาด แอนด์สปาในเมืองซูริคประกอบวิชาชีพนวดไทยยี่สิบปีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขานวดไทยและไลเซนส์ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันที่12ธันวาคมพ.ศ.2561ได้รับข่าวสารจากองค์กรยูเนสโกประกาศการจดขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลกณกรุงโคโบต้าสาธารณรัฐโคลอมเบียในฐานะ ผู้ประกอบการและผู้เผยแพร่ศาสตร์การนวดไทยมีความรู้สึกภาคภูมิและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เอกลักษณ์ศิลปศาสตร์วัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดกันยาวนานได้รับการจดขึ้นทะเบียนพวกเราคนไทยที่ประกอบอาชีพนวดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะขอเป็นส่วนหนึ่งช่วยกันพัฒนาส่งเสริมสืบสานเอกลักษณ์ศิลปศาสตร์ของการนวดไทยให้ยังยืนต่อไปขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย ที่ช่วยกันผลักดันศิลปศาสตร์การนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับของโลกมากขึ้นขอบคุณครับ Ich habe auch noch eine VIP-Gast von Auckland. Sie heißt Neu und Name ist Frau Vanipa Bursi Foster. Sie hat Geschäft für Thai-Massage. Sie wohnt seit 7 Jahren in Auckland. Vorher war sie meine Assistentin in Thailand. Als sie in Thailand war, hat sie viele Thai-Massage-Kurse gelernt. Ich werde von 12. bis 13. September 2020 ein großes Thai-Fest im Bürgerhaus Kunsthagen machen. Und sie werde auch mitmachen, zum Beispiel Fashion Show und Thai Massage Weltmeisterschaft. Und wir haben viele verschiedene Charity in Auckland gemacht. Und sie spreche heute über die traditionelle Thai Massage. Nur Thai gehört zum Kulturerbe der Menschheit von der UNESCO und sie sagte Dankeschön. สวัสดีค่ะ Guten Abend เพื่อนๆทุกคนจากทุกประเทศทั่วโลก ดิฉันชื่อวณิภาบัวศรี ดิฉันได้ประกอบอาชีพทำนวดแผนไทยอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ ดิฉันได้นำเอาวิชาความรู้ด้านนวดแผนไทยมาเพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้อื่น ดิฉันขอแสดงความยินดีที่ยูเนสโก ได้ประกาศให้นวดไทยขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ Representative List of the Intangible Cultural Heritage ICH ได้ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณกรุงโบโกตาสาธารณรัฐโคลอมเบียดิฉันมีความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยฉันสัญญานะคะว่าจะร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาติไทยให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ ดังกระเขิน Ich danke für Internet Präsenz der Deutsche UNESCO Kommission der Süddeutsche Zeitung Page Asien Mong Thai.
Abteilung für die traditionelle thailändische und alternative Medizin vom Gesundheitsministerium für ihre Artikel, die ich teilweise übernommen habe. Ich wünsche meinen Zuschauern frohe Weihnachten und frohes neues Jahr. Ich danke fürs Zusehen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Jolie wünscht noch einen schönen Abend.